Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Und zwar habe ich ja gesagt, ich spiele andere Spiele, aber keine gute, denn ich habe eine neue Serie und zwar spiele ich dumme Spiele, ältere Spiele. Ich spiele auch natürlich gute andere Spiele, aber dieses Format, das ich heute machen möchte, ist halt einfach dumme Spiele spielen. Ich hoffe mal, ihr seht im Hintergrund das Intro von dem Spiel. Das Spiel heißt Stupid Invaders. Ich lasse jetzt den Trailer zu Ende spielen. Und ja. Na prima, Candy. Was sollen wir jetzt machen? Ein Fahrrad klauen? Okay, Gentlemen. Ruhe bewahren. Leute, keine Panik. Es ist nichts Schlimmes. Wir verstecken uns in diesem verlassenen Haus, während ich das Raumschiff repariere. $300 Millionen in kleinen Scheinen. Die andere Hälfte bei der Ablieferung dieser furchtbaren kleinen Kreatur. Und das Raumschiff will ich auch. Enttäusch mich nicht, Bollock, sonst bist du derjenige, den ich in der Mitte durchschneide. Ich bin ein knallharter Profi. Okay, die Steuerung ist schon mal übelst dumm. Play. Ich habe keinen Plan, wie das Spiel geht. Meine Freunde, ich habe gute Nachricht. Das Schiff ist endlich repariert. In 5 Minuten können wir starten. Na endlich. Ich habe die Schnauze voll, in diesem beschissenen Haus abzuhängen. Los, packt eure Sachen. Wir kehren zu unserem Planeten zurück. Wow, wir fliegen endlich nach Hause und ich kann mich mit Professor Helmut treffen. Oh ja, Professor Helmut. Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch Mondkälber wie du diesem nutzlosen Wald- und Wiesen-Quacksalber-Buschdoktor anvertrauen. Professor Helmut ist der größte Spezialist für Geschlechtsumwandlungen im ganzen Universum. Ich gehe und hol den Fernseher. Was ist das für ein Gestank? Hier muss ein ekelerregender Mensch in der Nähe sein. Wir müssen sofort verschwinden. Wenn ein Mensch im Haus ist, sind wir in großer Gefahr. Der Gefahr des sofortigen Todes. Warum sagst du das? Hey Leute, ihr glaubt gar nicht, was gerade im Fernsehen kam. Du wirst sterben. Du wirst schreien, während du stirbst, und dann wirst du tot sein, Kleiner. Irgendwie mein PC rastet gerade irgendwie übelst aus. Ich spiele es.
Ich glaube, jetzt muss ich spielen. Okay, was? Kann ich? So, okay. Ich weiß es nicht. Was soll ich machen? Hier entlang. Geh da hoch. Wow. Diese Chilischoten brennen zweimal. Ja, geh da hoch. Oder so, keine Ahnung. Dieses nette Papier mit den Blumen drauf muss Candy sein. Muss ich jetzt wieder von vorne spielen? Wow! Diese Chilischoten brennen zweimal! Cool! Das könnte nützlich sein. Ja. Nein, nicht nochmal! Nicht nochmal! Wow! Diese Chilischoten brennen zweimal! Nein! Ey, ich! Wow! Diese Chilischoten brennen zweimal! Ich hab da nicht auf Klo gedrückt! Ey, ich hab schon alles richtig gemacht, nur. Man kann irgendwie ins Inventar gehen und ich hab keinen Plan, wo die Taste dafür ist. Ah, hier. Nice, Alter! Ja. Ich habe gerade gegoogelt, man kann dies verbinden und das da auch machen. Das Spiel ist mir einfach zu schwer. Ja, los, geh hoch! Nice! Ich hab's geschafft! Ich hab's auch geschafft! Helft mir, ihr Kinderlein! Hä, was ist. Was ist das? Helft mir, ihr Kinderlein! Hey, hey, was ist denn da unten los? Mann, hab ich Hunger. Ich glaube, ich hole mir ein paar Erdnüsse. Nein, Kleiner, tu das nicht! Lass mich nicht allein hier im Kamin! Oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum! Okay, in den Stornstein schütten wir jetzt dieses Ding. Habe ich gerade den Weihnachtsmann umgebracht? Habe ich gerade den Weihnachtsmann umgebracht? Ich habe ihn umgebracht. Kleiner, dass du mich gerettet und allen anderen Weihnachten versaut hast. So, aber schön sein Maul halten.